Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden über die Bundesnotbremse und über Schulschließungen im Wege von Verfassungsbeschwerden. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, war alles in Ordnung, was der Gesetzgeber gemacht hat. Und wir fragen uns jetzt, was man daraus lernen kann, insbesondere für die künftigen Maßnahmen. Denn bei genauerer Betrachtung stellen wir fest, dass das Verfassungsgericht an manchen Stellen uns überrascht hat. Denn es wich ab von Entscheidungen der Vorinstanzen, also von den Instanzgerichten, den Verwaltungsgerichten. Das ist keine Vorinstanz zum Bundesverfassungsgericht, weil ja die Verfassungsbeschwerde direkt zum Verfassungsgericht geht. Aber es gab ein paar Wertungen, die tatsächlich anders waren als erwartet. Und auch die Beschwerdeführer, Kollege Herting, hatte was anderes erwartet, hatte gedacht, dass zumindest, wenn das Verfassungsgericht die Beschwerden abweisen würde, was es ja getan hat, es vielleicht sagen würde, naja, künftig dürft ihr euch aber auf das hier nicht berufen. War aber nicht so. Schauen wir uns das im Einzelnen an und wir haben 5 Erkenntnisse, die es wert sind, näher betrachtet zu werden. Zum einen, der legitime Zweck, nämlich der allgemeine Gesundheitsschutz, schlägt im Grunde alles. Das ist nicht so verwunderlich, aber überall dort, wo es um die Angemessenheitsprüfung geht, dort, wo es um den Eingriff in die Grundrechte geht, da war das Argument, wenn es darum geht, dass das Gesundheitssystem überlastet ist, dann schlägt das jedes andere Argument. Also es ist beinahe so, als wäre es egal, wie stark Menschen leiden unter den jeweiligen Eingriffen. Der Gesundheitsschutz steht dennoch höher, wenn das Gesundheitssystem kollabiert. Das bedeutet für künftige Abwägungen, dass man sich vermutlich keine großen Hoffnungen machen muss, wenn die Intensivstationen überlastet sind, dass aufgrund der schwerwiegenden Eingriffe ein Verfassungs- oder ein Verwaltungsgericht zu dem Ergebnis kommt, dass es nicht angemessen oder verhältnismäßig im engeren Sinn sein soll. Bei der Frage, ob eine Maßnahme geeignet ist, da gab es früher Entscheidungen, die gesagt haben, dieser oder jener Wirtschaftszweig ist kein Pandemietreiber und daher ist er nicht geeignet, den Gesundheitsschutz oder den Schutz von Leben und Gesundheit zu beschützen. Zum Beispiel sagte man, eine Innenstadt oder ein Ladengeschäft mit bestimmten Hygienevorschriften ist kein Pandemietreiber, deswegen wäre es nicht geeignet, um Inzidenzen zu senken. Da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, dass jeder Kontakt zählt, und zwar ganz gleich, ob er innen oder außen, privat oder öffentlich ist. Und selbst wenn der eigentliche Kontakt ungefährlich ist, wie zum Beispiel ein Treffen im Freien, so besteht trotzdem eine Gefahr dadurch, dass die Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zusammenkommen, um sich zu treffen. Das heißt, auch dieser mittelbare Kontakt führt zu einer höheren Inzidenz und das führt zu einer Eignung. Auch das ist durchaus überraschend, dass das Bundesverfassungsgericht hier einen so weiten Begriff der Eignung annimmt. Bei den Schulschließungen hat das Bundesverfassungsgericht sich ein wenig schwerer getan und nicht so lapidar gesagt, geht schon alles in Ordnung, weil das Bundesverfassungsgericht hat durchaus anerkannt, dass es sich hier um schwerwiegende Eingriffe handelt, dass auch Kinder und Jugendliche ein Recht auf Beschulung haben. Was sie allerdings nicht gesehen haben, war die besondere Belastung der Familien. Das war nur ein unerwünschter Nebeneffekt, klingt ein wenig eigenartig in diesem Text. Was sie aber gesagt haben ist, wenn die Schulen nicht jetzt sich entsprechend vorbereiten, und nicht die Schulen sind gemeint, sondern eher die Bundesländer, dann wird man bei künftigen Schulschließungen, die vielleicht jetzt anstehen, berücksichtigen müssen, dass Maßnahmen, die vielleicht früher angemessen gewesen wären, jetzt nicht mehr angemessen wären, dass also die Betroffenen, nämlich die Schüler, sich nicht mehr alles gefallen lassen müssen. Und das klingt jetzt so ein wenig so, als könnten wir künftig nicht mehr die Schulen einfach so schließen und man müsste die Gefahren hinnehmen. Das ist nicht gemeint, sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wenn die Länder oder der Bund es unterlassen, die naheliegenden Maßnahmen, Schutzmaßnahmen heute zu ergreifen, insbesondere auch die Vorbereitung auf den Digitalunterricht, dann werden sie sich später nicht darauf berufen können, dass zum Beispiel Aufwendungen nicht mehr zumutbar sind für den Staat. Beispiel, die Anmietung von großen Turnhallen, Hotelräumen oder Konferenzzentren wird heute als unzumutbar, weil zu teuer angesehen. Wenn allerdings ein Land es nicht schafft, angemessene digitale Bildungsangebote in der Zwischenzeit zu vorzubereiten und bereitzustellen, dann kann sich der Staat später nicht darauf herausreden, dass die Anmietung einer Aula, Konferenzhalle und dergleichen unzumutbar wäre. Ob das jetzt ein Lichtblick ist, ist eine andere Frage und wie man das später umsetzt, ist tatsächlich auch nochmal schwierig zu beurteilen.
Das künftige Impfangebot spielte auch eine Rolle. Bei den Schulschließungen war es ja so, dass die Schulschließungen befristet waren. Und das war ein Grund, warum das Bundesverfassungsgericht gesagt hatte, dass eine Angemessenheit gerade noch gegeben sein könnte, weil es eben befristet war auf die Zeit, auf eine bestimmte Zeit. Und dass zu dem Zeitpunkt, wo ein Impfangebot an jedermann zur Verfügung steht, vielleicht eine Neubewertung nötig sei. Allerdings mit der Einschränkung, wenn nicht neue Varianten in dieser Zwischenzeit aufkommen, die auch zu einer Gefährdung von Schülern und Schülerinnen führen können. Das sagt man andersrum, ne? Schülerinnen und Schüler. Ja, und schließlich die Unklarheit, ob es mildere Mittel gibt, gehen nicht zulasten des Staates. Also für die Verhältnismäßigkeitsprüfung kommt es ja immer darauf an, ob ein Mittel erforderlich ist. Das heißt, dass es kein milderes Mittel gibt. Und bei den Schulen war man sich nicht ganz sicher, ob es nicht doch mildere Mittel gegeben hätte. Die Beschwerdeführer führten argumentativ zum Beispiel vor, man hätte ja mit besseren Test- und Hygienekonzepten eine Schulschließung verhindern können. Da war man sich nicht ganz sicher, aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, auch wenn du dir nicht sicher bist, darfst du trotzdem Schulen erstmal schließen. Aber der Staat muss dafür Sorge tragen, dass er die fehlenden Erkenntnisse in der Zwischenzeit heranschafft und dass er im Laufe der Pandemie immer weiter erforscht, ob es nicht andere, mildere Mittel geben könnte. Soweit ein paar Erkenntnisse aus der bisherigen Entscheidung. Die Frage, die jetzt aufkam, ist: Was bedeutet das für die jetzige politische Situation? Was ist geworden aus den Argumenten, zum Beispiel der FDP? Herr Lindner hatte ja beispielsweise gesagt, wir schließen Maßnahmen aus, die erwiesenermaßen nicht wirksam sind. Da hat er dann auch ein wenig differenziert und gesagt, er ist missverstanden worden. Er meinte nicht alle Maßnahmen, er meinte nur die Ausgangsbeschränkungen. Die sind doch unzumutbar, weil nicht verfassungsgemäß, weil unwirksam. Und das sieht jetzt das Bundesverfassungsgericht tatsächlich anders. Sie sehen durchaus eine Wirksamkeit im Sinne einer Geeignetheit von Ausgangsbeschränkungen. Und da ist eine interessante Abweichung zur Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. In Bayern gab es ja die Ausgangsbeschränkungen, die gesagt hatten, dass man nach 21 Uhr zum Beispiel nicht ohne triftigen Grund nach draußen gehen darf. Und das umfasste auch solche Ereignisse wie spazieren gehen oder alleine auf der Parkbank zu verweilen. Das Verweilen war insofern wichtig, weil körperliche Ertüchtigung war erlaubt zu bestimmten Zeiten, aber das Sitzen auf der Parkbank nicht, obwohl das Sitzen für sich genommen infektionsmäßig überhaupt nicht gefährlich ist. Aber da sagt jetzt durchaus das Bundesverfassungsgericht, dass die Überwachbarkeit von Ausgangssperren ein Argument dafür sind, um auch solche Maßnahmen zuzulassen. Also das Bundesverfassungsgericht ist an der Stelle großzügiger gegenüber dem Staat, als es der Bayerische Verwaltungsgerichtshof war, der ja die Rechtswidrigkeit dieser Landesmaßnahmen vorgesehen hatte. Das Bundesverfassungsgericht argumentiert das ganz geschickt, indem es nämlich sagt, die Kontrolle von Außenräumen ist deswegen leichter und zumutbarer, weil die Kontrolle von Innenräumen würde ja das grundgesetzlich geschützte Rechtsgut der Wohnung betreffen. Und deswegen spielt es schon eine Rolle, ob eine Maßnahme kontrollierbar ist oder nicht, und nur sekundär eine Rolle, wie wirksam sie im Einzelnen ist. Und wir kommen dann wieder zu dem Argument natürlich, dass jeder, der zu einer Parkbank hingeht, womöglich einen Kontakt hatte im Treppenhaus, im Bus oder auf dem Weg dorthin. Wir sehen also, das Bundesverfassungsgericht stellt der Politik geradezu einen Freifahrtschein aus. Durch diese Abwägung, dass der Gesundheitsschutz und die zu vermeidende Überlastung des Gesundheitssystems über alle anderen Rechtsgüter hinausragt, ist es in einer Situation, wo eben genau diese Gefahr droht, für die Politik eigentlich einfach, Maßnahmen zu ergreifen, ob man das jetzt gut oder nicht gut findet. Das Bundesverfassungsgericht nimmt sich an der Stelle zurück, wenn es darum geht, Maßnahmen des Staates zurückzudrängen, an die das Gericht nicht glaubt. Da sind sie ja oft dabei gewesen, selbst Politik zu machen. Aber hier haben sie gesagt, es ist eure Entscheidung, ihr dürft es machen. Das bedeutet auf der anderen Seite, die Politik darf sich nicht ausruhen und sagen, aus verfassungsrechtlichen Gründen können wir dieses oder jenes nicht machen. Im Gegenteil, es besteht sogar die Verpflichtung für den Staat, ausreichenden Gesundheitsschutz zu gewährleisten und dabei alle Maßnahmen, die erforderlich sind, zu ergreifen. Das kann die Vorlage tatsächlich für einen Lockdown sein. Es kam die Frage auf, inwiefern muss man zwischen Geimpften und Ungeimpften differenzieren? Nun, die wurden zwar in den Gesetzen berücksichtigt, aber die Diskussion war nicht zu führen, ob jetzt die Maßnahmen für Geimpfte unzumutbar sind, weil das waren nicht die Beschwerdeführer. Warum auch? Wenn wir
betrachten, dass der Gesundheitsschutz so überragend ist und wir gleichzeitig aber auch wissen, dass auch Geimpfte zu einer hohen Inzidenz beitragen, weil sie auch Ungeimpfte anstecken können, so haben wir zumindest mal eine Eignung für den legitimen Zweck, wenn man auch Beschränkungen, Kontaktbeschränkungen, Lockdowns für geimpfte Menschen verhängt. Da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das dann noch angemessen ist, ob zum Beispiel aus dem Gesichtspunkt der Eigenverantwortlichkeit eine Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne hier scheitern könnte oder nicht. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht nichts gesagt. Allerdings wissen wir auch nicht, was es gesagt hätte. Also es gibt einige Staatsrechtler, die sagen, aus dem bloßen Umstand, dass das Verfassungsgericht hierzu nicht Stellung genommen hat, könnte man schließen, dass sie dort kein obiter dictum, also keine Randbemerkung machen wollten. Das ist relativ viel Interpretation für etwas Nichtgeschriebenes, aber von der Systematik her ist es durchaus denkbar, dass das Gericht auch Maßnahmen gegenüber Ungeimpften akzeptieren könnte. Tja, und jetzt ist es an der Politik, die nötigen Maßnahmen zu entscheiden. Das Gericht wird vermutlich auch künftig relativ vieles durchwinken. In diesem Sinne, bleibt gesund.